Dieses Video von Thorsten Butsch beschäftigt sich mit dem Thema Beginn der Jahreszeiten. Die spannende Frage ist ja immer, wann beginnt welche Jahreszeit? Und das ist eigentlich ganz interessant, wenn man sich das mal aufzeichnet, also sprich als Diagramm macht. Und der dunkle Bereich ist Nacht, der helle Bereich ist Tag und das sind die 24 Stunden. Das heißt, man sieht, das kennt man ja auch aus der Erfahrung, im Sommer sind die Tage länger und die Nächte kürzer. Und im Winter ist es genau umgekehrt. Das heißt, das sind die Nächte länger und die Tage kürzer. Das ist jetzt nur mal so grob angedeutet, aber es ist, wie man hier sieht, das sieht schwer nach Sinus aus. Also, bei dieser Sinuskurve gibt es natürlich besondere Punkte. Zum Beispiel haben wir hier diesen Punkt. Das ist ein Wendepunkt, würde der Mathematiker dazu sagen. Aber es ist vor allen Dingen ein Punkt, an dem Tag und Nacht gleich lang sind. Das wiederum bedeutet, dass wir hier den Frühlingsanfang haben. Das ist die Tag- und Nachtgleiche. Hier der Hochpunkt, da wo sozusagen der Tag am längsten ist und die Nacht am kürzesten, das ist der Beginn des Sommers. Der Herbst, da habe ich wieder Tag- und Nachtgleiche. Das ist der Beginn des Herbstes. Und der Winter beginnt, wenn der Tag sozusagen am kürzesten ist und die Nacht entsprechend am längsten. Wenn wir schon mal dabei sind, Sommer- und Winterzeit haben hier nicht direkt was damit zu tun. Man hat das mal festgelegt. Man wollte sozusagen den Tag verlängern. Das macht man, indem man im Sommer, das heißt, im Englischen heißt es DST, also Daylight Saving Time, also man möchte praktisch mehr Tageslicht haben. Und wenn ich mir das hier angucke, dann ist die Sommerzeit der letzte Sonntag im März. Das ist einfach mal so festgelegt worden. Und da werden die Uhren von 2 auf 3 Uhr sozusagen vorgestellt. Da wird einfach eine Stunde drauf addiert. Und bei der Winterzeit ist es der letzte Sonntag im Oktober, wo das sozusagen rückgängig gemacht wird, wo sozusagen die Uhren von 3 auf 2 Uhr zurückgestellt werden und damit man wieder die normale Zeit hat.